Eifelwasserleitung nach Köln war mit 95 Kilometern einfacher Trassenlänge eine der längsten Fernwasserleitungen im Imperium Romanum. Sie versorgte vom 1. bis 3. Jahrhundert mit gut 20.000 Kubikmetern Trinkwasser täglich die Colonia Claudia Ara Agrippinensis, das heutige Köln. Die Gefälleleitung führte von mehreren Quellgebieten bei Sötenich, Oft und Kall aus, über Mechernich, vorbei an Euskirchen bis Rheinbach, wo sie mit großen Aquäduktbrücken über die Erft, ca. 550 Meter lang, und den Zwistbach, ca. 1400 Meter lang, auf den Willerücken geführt wurde. Über Buschhofen, Walberberg und Hürth floss das Wasser dann bis in die Kölner Innenstadt. Die entfernteste Quelle liegt bei Nettersheim, wo in einer 80 Meter langen Siegergalerie das Hangquellwasser aufgefangen und einer Quellfassung zugeführt wurde, die heute als Grüner Pütz bekannt ist. Medusenhäupter sollen Unheil von der Quelle fernhalten. Links mündet die Sickerleitung in den Grünen Pütz, rechts sieht man den gewölbten Kanal Richtung Köln. Die sehr schön wieder aufgebaute Brunnenstube Klausbrunnen bei Kalmuth ist dort in den Grundwasserhorizont eingetieft worden. Mehrere Zu- und Abläufe sind zu sehen. Zwischen Urfey und Vollen ist eine gut erhaltene römische Brücke von 7,3 Metern Länge in einem neu errichteten Schutzbau zu sehen. Zur Vermeidung hydraulischer Probleme bauten die Römer Sammelbecken, wenn sie Leitungsstränge zusammenführen mussten. In Eiserfey ist ein gut erhaltenes System freigelegt. Die mit zwei Bögen rekonstruierte Aquäduktbrücke bei Fussem war 80 Meter lang. Im Hang hinter der Brücke sieht man die römische Arbeitsterrasse, die für Inspektionsarbeiten genutzt wurde.